Herzlich willkommen zu MaxTube News. Neuer Anbieter, neues Hotel und neue gesetzliche Regelungen. Mit viel Skepsis fuhren Schüler und Lehrer dieses Jahr nach Österreich. Kollege Hanisch berichtet, wie sich die Veränderungen ausgewirkt haben. Der schöne Inn blieb in diesem Jahr leider leer, da Rafting nach der neuen Verordnung nicht mehr erlaubt ist. Aber dank der Guides und des schönen Wetters wurde es wieder für alle eine hervorragende Pfad nach Pfunz in Österreich. Bei den verschiedenen erlebnispädagogischen Angeboten konnten die Schüler ihre vermeintlichen Grenzen überwinden, persönliche und soziale Kompetenzen ausbauen und wuchsen schwerpunktübergreifend zu einem Team zusammen. Das Hotel trug auch einiges zur allgemeinen Zufriedenheit bei. Auch in diesem Jahr präsentierte sich die Max-Eid-Schule mit ihren vollschulischen Ausbildungsgängen auf der Ausbildungsmesse in der Alsfelder Hessenhalle. Auszubildende der Bereiche Maßschneider, Fremdsprachensekretariat und Informationstechnik warben für ihre Ausbildungsgänge bei den Schülern aus dem Vogelsberg und der Schwalm. Der Zentralverband Karosserie und Fahrzeugbau bot der Landesfachklasse Karosseriebau an der Max-Eid-Schule die Chance, sich auf der IAA Nutzfahrzeuge zu präsentieren. MaxTube besuchte die Messe und sprach mit dem ZKF-Geschäftsführer Nutzfahrzeuge Lars Böhmer. Einmal im Jahr treffen sich die Großen des Automobilbaus zur IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. In diesem Jahr war neben den internationalen Großkonzernen auch eine Berufsschule vertreten. Die Auszubildenden der Landesfachklasse Karosseriebau präsentierten ihre Projektarbeit auf dem Stand des ZKF. Und dies mit großem Erfolg, wie auch Herr Böhmer vom Zentralverband bestätigt. Wir haben das so in der Form, wie wir es jetzt hier machen, noch nie gemacht. Das war unser erstes Mal. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich sagen kann, also ich sehe da der Zukunft sehr optimistisch entgegen. Das macht Riesenspaß. Das macht Riesenspaß mit dem Lehrpersonal zusammen, mit den Schülern zusammen. Die sind motiviert, die locken die Gäste an, die arbeiten hier, die werkeln. Ihre Schüler, die sind selber hochmotiviert, die sind ja auch stolz, hier auf so einem Stand zu arbeiten. Das merkt man ja richtig. Und für uns ist es natürlich außerordentlich wichtig, auch mal das Berufsbild des Karosserie- und Fahrzeugbauers nach außen zu zeigen. Und womit kann man es besser machen als mit einer lebenden Werkstatt? Das war immer unsere Idee gewesen, sowas zu tun. Und wir sind natürlich wirklich riesig froh, mit der Max-Eid-Schule in Alsfeld einen Partner gefunden zu haben, wo wir das Ganze hier gemeinsam durchziehen können. Und bis jetzt waren es ganz tolle, spannende Tage. Geht noch ein bisschen die Messe, aber die Tage werden mit Sicherheit genauso werden. In diesem Jahr gehörten die zahnmedizinischen Fachangestellten der MES wieder zu den Besten in Hessen. Deutlich über dem Landesschnitt bestanden sie ihre Abschlussprüfungen. Auch für die Zukunft sieht es gut aus. Bei den Zwischenprüfungen landeten die Azubis aus Alsfeld wieder unter den Top 3 der hessischen Berufsschulen. In feierlichem Rahmen bekamen Schulleiterin Claudia Galetzka und der Europaschulbeauftragte Michael Koch das Europaschulzertifikat. Überreicht wurde es von der Europaschulreferatsleiterin Dr. Corinna Hartmann und dem hessischen Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz. Unsere Schule gehört auch in den nächsten Jahren zu den hessischen Europaschulen und wird den europäischen Gedanken in verschiedensten Projekten leben. Neues Schuljahr, neue Kollegen. In diesem Jahr können wir gleich 4 neue Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule begrüßen. Auf MaxTube stellen Sie sich vor. Mein Name ist Jana Faust. Ich bin hier seit dem 1. September angestellt als Sozialpädagogin und ich bin eigentlich so für alles Mögliche zuständig. Also wenn ihr Probleme habt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten mit Anträgen oder Ähnliches gibt, zu Hause auch Schwierigkeiten gibt, dann bin ich der Ansprechpartner und dann könnt ihr zu mir kommen und
ja, mit mir drüber reden und wir suchen dann gemeinsam eine Lösung. Ja, mein Name ist Margareta Schmidt. Ich bin Mathematiklehrerin an der MES seit dem neuen Schuljahr. Und mein zweites Fach ist Erdkunde. Erdkunde wird leider an der MES nicht angeboten, aber vielleicht bietet es hier eine Möglichkeit im Rahmen einer Projektwoche, irgendwas mit dem Thema Geografie und Europa zusammenzumachen, weil wir ja eine Europaschule sind und es sind doch relativ spannende Themen auch für Schüler. Für mich ist momentan eine Herausforderung die Berufsschule, weil ich vorher im reinen Gymnasium war. Und ich hoffe, es wird ein spannendes Jahr für mich werden, da ich die Herausforderung liebe und auch die unterschiedlichen Schulformen. So, mein Name ist Denise Dittard. Ich bin jetzt seit den Sommerferien hier an der Schule mit den Fächern Gesundheit und Biologie. Um dahin zu kommen, habe ich einen ganz langen Werdegang hinter mich gebracht. Ich habe erst nach der Realschule eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht und dann aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht das für mein Leben. Da muss noch was her und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg über FOS und Berufsoberschule, so heißt das bei uns in Niedersachsen, mein Abitur nachgeholt. Dann habe ich Humanbiologie studiert und erst mit einer Doktorarbeit angefangen. Aber da hat mir einfach der Kontakt zu anderen gefehlt. Ich habe immer schon gerne Praktika und andere Studenten betreut. Ich habe mal an der Krankenpflegeschule unterrichtet. Und dann hatte ich Glück und habe einen Referendariatsplatz bekommen. Und jetzt bin ich hier und freue mich darauf, hier an dieser Schule zu unterrichten. Ich bin Markus Krenzer und ich unterrichte jetzt an der Max-Eid-Schule Politik und Wirtschaft und Ethik. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus Marburg, ist also nicht weit bis hierher. Und ich habe sehr viel Freude an meinem Fach und hoffe, dass ich das auch an die Schüler weitergeben kann. Ein wichtiger Bestandteil der Europaschule sind die geförderten Auslandspraktika. Auch in diesem Jahr nutzten Auszubildende des Fremdsprachensekretariats und der Informationstechnik die Sommerferien, um in verschiedenen Unternehmen in Worcester, England, praktische Auslandserfahrungen zu sammeln. Am 15. November ist es wieder soweit. Die MES öffnet ihre Türen und lädt alle Interessierten herzlich ein, die Vielfalt unserer Schule kennenzulernen. Verschiedene Aktionen und natürlich auch Leckereien aus unseren Küchen und der Backstube warten auf Sie und auf euch. Das war's mit MaxTube und zum Schluss das Wetter. Hallo Kollege Schäfer. Das mit dem goldenen Herbst sieht anders aus. Es ist grau, es ist ungemütlich und kalt. Nicht wirklich das richtige Grillwetter. Also, wenn man selber nicht den Grill anschmeißen will, einfach mal zu den Leuten gefahren, die mit sowas ihr Geld verdienen und die das verdammt gut machen. So wie hier beim Brauereikiosk, wo es definitiv die besten Kartoffelwürste in Alsfeld gibt. Ein Traum. Lecker, lecker, lecker. Na, Jussi? Ja. Perfekt. Das war's fürs dieses Mal. Das mit dem Grillindex hat sich hier erledigt. Wir machen jetzt den Imbissindex und dieser Imbiss, der kriegt mal locker 100. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mmh.